zweiten Teil des heutigen Vormittags. Es wird politisch, was Sie da an Themen, was die Landesregierung natürlich sehen, nicht mehr so ganz vollzählig vorhanden ist. Karl-Heinz Kopf liegt, er ist geblieben, er hält die Stellung. Er wird uns vielleicht im privaten Kreis auch erklären, wie er das so mit Landesregierungen hält, die Bundesregierung einstimmig, meine Damen und Herren, wie Sie wissen, auffordern, das Sparpaket zu vergessen, denn Sparen, da kann man auch sagen, wenn der Mann ist vergessen. Ja, Dr. Johannes Lietz, aber damit kommen wir schon auch zu einem Ex-Politiker, Ex-Manager, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Er ist Doktor der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und seit Oktober 2007 Präsident der Julius-Fahrt-Stiftung. Das werden manche von Ihnen die vielleicht nicht kennen. Nennt sich das Zentrum für soziale Marktwirtschaft und ist eigentlich der Think Tank für Wirtschaft und Politik des Wirtschaftsbundes. Ob das dann immer in die Politik einfließt, das wird er uns erzählen. Derzeit ist er außerdem Aufsichtsratsvorsitzender der nordverstaatlichen Hypogruppe Alpe Adria. Ich glaube, das ist ein Job, um den die wenigsten hier in diesem Raum beneidet werden. Er war auch, und das füge ich hinzu, das hört er vielleicht nicht ganz so gern, er war auch 5 Wochen lang Generaldirektor der ARTE, der Messerwartenwissen Mirko Kovac, zu seiner Ehre, nach 5 Wochen hat er wieder aufgehört, aus Gründen, die er uns sicher nicht erzählen wird, aber die Sie sich vielleicht denken können. In Industriekreisen spricht man davon, dass sich die legalen finanztechnischen Gestaltungsspielraum nicht so ganz nach dem Verhältnis Mehrheitseigentümers nutzen wollte und lieber zugefallen ist, als sich zu verbiegen. Er war übrigens gegen anders lautenden Gerichten. Warum ist niemals im Aufsichtsrat gesessen? Mir persönlich ist Dr. Dietz als jener Politiker in Erinnerung geblieben, der 1988 als Finanzstaatssekretär gemeinsam mit SPD-Finanzminister Ferdinand Lazzmann die letzte große Steuerreform auf die Schiene gebracht hat. Alle Einkommensteuersätze wurden damals gesenkt, die Vermögen- und Gewerbesteuer abgeschafft und die Kapitalertragssteuer als Endbesteuerung von Zinsen eingeführt mit einem Satz von 10%, wenn ich Sie auch daran erinnern darf. Ja, soviel zur Nostalgie. Er ist bei öffentlichen Auftritten oft recht zurückhaltend. Wir haben deshalb ausgemacht, dass ich ihn nachher, nach seinem Referat, mit ein paar Fragen ein bisschen provozieren darf. Und ich werde das auch gerne diese Gelegenheit wahrnehmen. Ich hoffe, dass das auch in Ihrem Interesse und in Ihrem Sinne ist. Jetzt aber mal zum Referat. Sein Thema lautet: Von der Krise zum Aufschwung, die Aufgaben der Politik in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Herr Dr. Dietz, bitte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung hier beim so gut besuchten Wirtschaftsforum Vorarlberg mit dem, glaube ich, wirklich treffenden Motto Kommunikation in schwierigen Zeiten. Das zeigt sich ja jetzt an der Budgetdiskussion, die der Herr Orbit schon angedeutet hat. Also das Thema wurde aktuell gewählt. Meinen Titel möchte ich ein bisschen abändern, von der Krise zu einem neuen, tragfähigen Wachstums- und Wohlstandsmodell. Warum nicht Aufschwung? Ich glaube, wir haben einen gewissen Aufschwung, aber das ist nicht genug. Was wir brauchen und was ich glaube, dass derzeit fehlt, in der Wirtschaftspolitik international und national ist die längerfristige, ist die mittelfristige Perspektive mit klaren Strategien. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt immer wieder Wendepunkte in der wirtschafts- und gesellschaftlichen Entwicklung. Ein solcher Wendepunkt war zweifelsohne der Zerfall der Comecon-Staaten, das Ende der Planwirtschaft. Und der Vorredner hat ja schon deutlich gezeigt, was sich hier nachher entwickelt hat. Mit diesem Ende war verbunden eigentlich der Siegeszug der kapitalistischen Wirtschaftssysteme und die Tür zur globalen Wirtschaft wurde mit diesem Zerfall eingeleitet. Wachstumstreiber
zu dieser Zeit waren neue Informationstechnologien, neue Märkte, dynamisch sich entwickelnde Schwellenländer und die Wachstumsentwicklung war großartig. Deregulierung der Finanzmärkte, auch ein wesentlicher Punkt. Einziger Wermutstropfen nach 5, 6 Jahren konnte man, zumindest die Ökonomen, feststellen, dass international die Entwicklung zwar gut war, dass aber die finanziellen regionalen Krisen und Spekulationsblasen in immer kürzerem Zeitabstand stattfanden. Das begann mit Lateinamerika, Asien, Russland. Und ich erinnere mich noch an das Jahr 2000, wo das erstmals liberale Harvard-Ökonomen nach Untersuchung der Asienkrise ein langes Exposé geschrieben haben, das ich in 2 Sätzen zusammenfassen möchte. Sie hatten Sorge und haben oft einbekannt, wir waren für die Liberalisierung der Finanzmärkte. Wir müssen hier Reformierungen finden für ein, wie Sie es nannten, sichereres Segel auf dem Weltmarkt. Und 2 Schlussfolgerungen aus dieser Krise. Die eine hieß, Financial Integration is supposed to lift countries up, but sometimes it sinks them. Und die zweite, noch plastischere Aussage war die, it's not the speed of peace, it's the sudden stop. Nun, das waren die Warnungen, die haben sich aber nicht bis zur Politik durchgesprochen. Man vertraute damals einfach der Smartheit der Investmentbanker. Internationale Entwicklung war günstig, daher wurde das eigentlich nicht zur Kenntnis genommen. Und wir alle wissen es mittlerweile, mit der Lehman-Pleite war dieser Status Stop sozusagen auf Weltebene plötzlich verwirklicht. Man muss ganz offen sagen, diese Entwicklung hat die Politik, die Wirtschaftspolitik völlig überraschend getroffen. Wenn man sich das kurz formuliert, waren auf einmal die leerstehenden Häuser zwar in Florida, es waren die abgestürzten Derivatsprodukte an der Wall Street, aber es waren die großen Bilanzlöcher in den europäischen Bankbilanzen. Und da hat man gesehen, was sich hier in der Vergangenheit abgespielt hat. Die Reaktion und die Dramatik des Absturzes, nicht nur Börsencrash, sondern gleichzeitig auch ziemlich synchron Rückgang der realen Wirtschaft hat, und das ist auch schon angeklungen, zu Überlegung Aktien, Bailout-Programme und über alle ideologischen Grenzen hinweg zu keynesianischen Stützungsprogrammen geführt. Weil die Verzweiflung schon relativ groß war, ist dann plötzlich auch überraschend sozusagen ein Hauch Aufschwung eher von China, Indien kommen und leider auch sichtbar geworden und es ist wieder nach oben gegangen. Aber in diesen letzten 2 Jahren sind, und das muss man ganz deutlich sagen, durch diese Maßnahmen neue Probleme entstanden. Und das führt dazu, dass wir heute zwar mit einem Aufschwung konfrontiert sind, der noch nicht selbsttragend ist, der aber mit sehr vielen Unsicherheiten verbunden ist. Und hier ist es ganz entscheidend aus meiner Sicht, neben dem natürlich notwendigen Schauen auf die jüngsten Prognosezahlen, eines ganz klar zu erkennen. Ich glaube, dass die erste Phase der Globalisierung, die Phase dominiert von Amerika und von den angloamerikanischen Investmentbankern, am Ende ist, dass sie gescheitert ist und dass es jetzt darum geht, von dieser Phase der Globalisierung, und hier ist die G20 ein ganz entscheidendes Training, zu einer multipolaren Globalisierung zu kommen, wo die reale Wirtschaft wieder einen wesentlich höheren Stellenwert hat und wo die Nachhaltigkeit im Wirtschaftsleben wieder einen stärkeren Stellenwert hat. Wo man sozusagen das Shareholder-Value-Denken, das einmal hineingepresst wurde in die Unternehmen, wieder stärker durch das Stakeholder-Denken ersetzt. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, entscheidend ist, dass der Übergang von A nach B
nämlich zu der neuen Wachstumsphase, nicht unproblematisch ist. Das heißt, das Wachstum wird bekämpft sein und die Schwankungen innerhalb des Wachstumspfades werden stärker werden. Und es ist überhaupt keine Frage, dass diese Entwicklung auch zu einem Aufstieg und Abstieg von Wirtschaftsnationen führt. Das sieht man heute schon sehr deutlich, wenn Sie sehen in Europa, wie rasch sich hier die Nord-Süd-Kluft geöffnet hat. Osteuropa ist teilweise gut, teilweise noch in Warteposition. Amerika, hier haben sich die Konsumverhalten wesentlich verändert, sodass trotz hoher Defizite der Rückkehr zu hohen Wachstumsraten bis jetzt nicht geschafft wurde. Und in dieser Situation ist es mir ein Anliegen, dass Österreich seine Position aus eigener Kraft selbstbestimmt und von niemandem zugewiesen wird. Und dafür ist es wiederum notwendig, dass wir mittelfristige Strategien und Reformmaßnahmen setzen. Und man muss als Unternehmen Österreich eines machen, was jedes Unternehmen nach der Krise getan hat, nämlich eine Art Spot-Analyse, wo waren die Stärken, wo waren die Schwächen, wo sind unsere Chancen, wo sind unsere Gefahren. Und erlauben Sie mir ganz kurz, bis ich auf die Reformmaßnahmen zu sprechen komme, die wichtigsten Punkte einer solchen SWOT-Analyse aus meiner Sicht darzustellen. Man kann die jetzige Situation als eine internationale Krise und hat Österreich erfasst. Es ist ungefähr, was die Budgetsituation betrifft, vergleichbar mit der Krise im Jahr 1987, als ich mit der ÖVP gemeinsam als junger Staatssekretär beginnen durfte, dieses Land zu gestalten. Der große Unterschied und die große Stärke ist, also wenn wir jetzt bei den Stärken Österreichs sind, die österreichische Wirtschaft ist heute wesentlich stärker international aufgestellt, wettbewerbsstärker und war in der Lage, die Wachstumschancen zu nutzen. 1987, Sie wissen, hat es auf der staatlichen Krise gegeben, hohe Subventionen. Heute sind Unternehmen wie Voestalpine, wie Böhler, Uddeholm, Dreht, Marx, auch in der internationalen Entwicklung. Fundierte Familienunternehmen wie die Brüder Weiß ist heute ein im globalen Wettbewerb stehendes internationales Unternehmen mit Niederlassungen in allen wichtigen Märkten der Welt. Das sind gewaltige Veränderungen, die auch dazu geführt haben, dass Österreich, wir hatten damals die große Sorge mit einer steigenden Arbeitslosigkeit. Und nachdem die Defizite hoch und Sanierung notwendig war, war es notwendig, eine Kurskorrektur zu machen, angebotsorientierte Politik, gleichzeitig EU-Beitritt und weg von der staatszentrierten Wirtschaft zu mehr Wettbewerb, Internationalität. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und diese österreichische Wirtschaft, ich habe das ungefähr ausgerechnet, hat in 20 Jahren über 600.000 Arbeitsplätze geschaffen. Und sie hat in den letzten 10 Jahren 340.000 Arbeitsplätze geschaffen und in der Krise 40.000 verloren und ein Teil wird wieder zurückkommen. Wir haben die Direktinvestitionen in Richtung Osteuropa von 10 Milliarden, also von fast nichts, auf 70 Milliarden gesteigert. Die Exportquote ist von 36% auf fast 60% angestiegen. Das heißt, die gute Nachricht ist, wir haben uns in dieser internationalen Welt durchgesetzt und das war der Treiber für Wirtschaftswachstum und Wohlstand. Die schlechte Nachricht, wenn Sie so wollen, ist, dass wir uns von internationalen Entwicklungen, die nach unten gehen, nicht abkoppeln können. Was wir schaffen und was auch in dieser Krise gelungen ist, 2009, ist, dass wir durch unsere Wirtschaftsstruktur eines leistungsfähigen Industrie, aber auch viele leistungsfähige Mittelbetriebe, starker Tourismussektor, sozusagen die Industriekrise, die hier war, die sofort durchgeschlagen hat, durch andere Dinge abfedern konnten. Also von daher sind wir durchaus gut für die Zukunft positioniert. Wir sind auch gut positioniert, trotz mancher Schwächen, noch immer durch ein Bildungssystem, das im Großen und Ganzen sozusagen nicht so schlecht ausbildet, hohe Facharbeiterstandards etc.
und wir haben einen überschaubaren Wirtschaftsraum. Das heißt, wenn Österreich international ein paar Marktanteile gewinnt, dann reicht es auf der Welt niemand aus. Und das Deutschland macht, glaube ich, ist es schwieriger. Das sind unsere Stärken, auf die kann man aufbauen, die muss man fördern. Wo sind unsere Schwächen? Unsere Schwächen und die größte Bedrohung, die wir derzeit haben, ist, dass wir auf der einen Seite einen exponierten Sektor haben, der sich immer stärker wandeln und anstrengen muss, und auf einer anderen Seite einen geschützten Sektor, der in seiner Entwicklung stecken geblieben ist, der nicht in der Lage ist, wirklich die Zukunftsbedürfnisse abzudecken. Die größte Gefahr, die Österreich derzeit hat, ist ein öffentlicher Sektor, der sich jeder Veränderung und jeder Reformmaßnahme entzieht. Und wie stark hier die Entwicklungen durchschlagen, wenn das Wachstum nur geringfügig schwächer ist, zeigen Ihnen zwei Vergleichsschalen, die ich mir bringen möchte. Sie kennen nur den Schlüssel-Bitz-Kurs, lange her, Ball verloren, aber bei den Verhandlungen durchgesetzt, dass wir das österreichische Budgetdefizit, ich glaube es war damals 5,8 bis 6%, mit einem ziemlich radikalen Konzept nach unten geführt haben. Damals war die Schuldenquote Österreichs, Gesamtschulden, bei 66%. Und das war ein mühsamer Prozess, den Schlüssel dann sozusagen bis zum Ende seiner Regierung durchgezogen hat und am Ende dann hat er irgendwann, da war glaube ich schon Ultra, endlich bei 58%. Ein Jahr Krise und wir sind bei 70% und das Maßnahmenpaket, das derzeit die Regierung geschnürt hat, ja, das umstritten ist, reicht nicht aus. Und das ist jetzt keine böse Aussage, sondern die Zahlen, die die Regierung dort vorgelegt hat, um den Schuldenquotenzuwachs zu verringern, sondern wir werden weiter steigen auf 72-73%. Und jetzt hat der Kollege Horwitz heute, ich glaube am Anfang gesagt, be prepared, ja, also für euch prepared sein. Das ist ein guter Ansatz. Nur wenn noch ein Abschluss kommen sollte, was wir alle nicht hoffen, dann sind wir nicht vorbereitet. Dann kommen wir in ein Finanzierungsdilemma, das Österreich sehr leicht aus der Wachstums- und Erfolgsspur kippen könnte. Und der halte ich es für wichtig, dass man die Atempause, die das jetzige Budgetpaket bringt, nützt, um wirklich dorthin zu gehen, wo man hingehen muss, nämlich zu längerfristigen Strukturmaßnahmen und Reformmaßnahmen. Ich werde darauf zu sprechen kommen. Aber was sind sozusagen die weiteren Schwachpunkte? Ein weiterer Schwachpunkt meiner Meinung nach ist, dass die Schulden insgesamt, das hängt mit dem Sektor, mit der Sektorgröße zusammen, zukunftsgefährdet sind. Die Steuern sind, was die Einkommensteuer und Lohnsteuer betrifft, im Bereich der unteren und mittleren Einkommen zu hoch. Wir haben einen Grenzsteuersatz bei 60%, bei 50%, Entschuldigung, war bei 60.000 Euro. Das ist kein Grenzsteuersatz für Reiche, sondern das geht voll hinein in jenen Bereich, wo Leistung erfolgt, wo Leistung erbracht wird. Und wir haben ganz unten mittlerweile eine Mindestsicherung, wo alles frei ist und danach einen großen Sprung, wenn du Teilzeit arbeitest, wo du mit hohen Grenzsteuersatz, Sozialversicherungsbeiträgen möglicherweise weniger verdienst. Das heißt, hier sind Systemfehler, die zu neuen Verwerfungen führen können, die Leute in die Armutsfalle bringen, wenn er netto draußen mehr hat, als wenn er reingeht ins System. Gefährliche Entwicklung, die man so nicht mitnehmen kann. Das heißt, die Steuern sind in Teilbereichen zu hoch, die Eigeninitiative wird daher tendenziell zu gering. Und ganz gefährlich aus meiner Sicht, obwohl wir international, durch Internationalisierung, durch Wettbewerb, durch Export gewonnen haben in den letzten 10, 15 Jahren, wird in Österreich die Atmosphäre der Euroskeptiker und die tendenzielle Fremdenfeindlichkeit immer stärker. Und Politiker reagieren auf Atmosphären und die Gefahr, dass man aus dem heraus Schutz vor Öffnung und Wettbewerb setzt, ist nicht gefährlich.
Daher zusammenfassend, wir haben eine Chance, wir haben auch diese Krise besser durchdacht als viele andere Länder, aber das ist kein Ruhekissen. Und ein dynamisch wachsendes Deutschland und auf der anderen Seite ein ebenso möglicher zukünftiger Wachstumsmarkt Mittel- und Osteuropa bieten uns die Chance, auch in Zukunft stärker zu wachsen als der Durchschnitt, auch in Zukunft aus eigener Kraft sozusagen unseren Wohlstand, unsere Wohlstandsposition, die Lebensqualität zu sichern. Die Gefahr ist, dass man sozusagen den Wandel, der international stattfindet, zu wenig beachtet, ignoriert und in Finanzierungsdefizite schlittert, die dann über höhere Steuern, Crowding out bei den Staatsschulden dazu führt, dass Österreich aus der Erfolgsspur in die, von der Erfolgsspur in Richtung Kriegsspur wechseln könnte. Und die gefährlichste Aussage, die ich je gehört habe, und die ich dann im Ministerkollegium habe gesagt, eigentlich müsste jetzt die Reformen machen und so weiter, worauf man mehr gesagt hat, naja, gut und schön, aber leider der Leidensdruck ist noch nicht hoch genug, daher können wir die Reformen nicht machen. Und immer gedacht, wenn der Leidensdruck hoch genug ist, wird es dem Minister nicht mehr geben, und wir werden lange brauchen, dass wir wieder in die Erfolgsspur kommen. Und daher ist es so wichtig, auf dieser Basis versuchen, sozusagen die Dinge in Schwung zu bringen. Und zwar klare Bewusstseinsbildung, Mentalitätsänderung und Reformlinien, die über mehrere Jahre verfolgt werden und zu einer Änderung der Situation bringen. Der erste und wichtigste Punkt in diesem Zusammenhang ist, wir brauchen ein neues, konstruktives Verhältnis zwischen Bürger und Staat. Was wir brauchen, ist ein neues Staatsverständnis. Und zwar in zwei Richtungen. Mehr Effizienz im öffentlichen Sektor und mehr Bescheidenheit im Sinne geringerer Ansprüche an den öffentlichen Sektor. Und erlauben Sie, dass ich, danke für Cesar, wir uns Konzepte jetzt vornehmen, aber erlauben Sie, dass ich einige Ansatzpunkte Ihnen zeige, worum es geht. Die größte Gefahr in Österreich ist, immer wenn ein neuer Bedarf in Richtung öffentlichen Sektor kommt, wird der additiv dazugefügt. Das führt zu immer steigenden sozusagen Staatsquoten. Es wird nie hinterfragt, ob nicht ein Programm mittlerweile auch obsolet ist und den Sinn erfüllt hat. Das führt zu einer absoluten Versteinerung der Budgetstruktur, die nur mehr vergangenheitsorientiert ist, aber nicht zukunftsorientiert. Beispiel Wohnbauförderung. Die Wohnbauförderung ist ein Instrument, eingeführt in den 50er und 60er Jahren, völlig richtig, man musste Wiederaufbau betreiben. Mittlerweile haben wir funktionierende Märkte. Als junger Staatssekretär gemeinsam mit Finanzminister Lazzina habe ich das einmal gekürzt und von 21 Milliarden Schilling war das damals um 4 Milliarden, war schwerster Arbeit, bin sehr bestimmt worden, aber okay, gekürzt. Jetzt habe ich mir die Mühe gemacht, mal anzuschauen, was überhaupt aus der Wohnbauförderung geworden ist. Da kann man das Sparen verhindern. Mittlerweile werden unter dem Titel Wohnbauförderung in Österreich über 2 Milliarden Schilling ausgezahlt. Die Zweckbindung gibt es nicht mehr, das heißt, es fließt direkt ins Landesbudget des jeweiligen Bundeslandes und es ist abzuwählen, was sie damit machen. Ich bin überzeugt, Vorarlberg wird es vernünftig verwalten, neue Bedürfnisse möglicherweise im Sanierungsbereich damit erfüllen etc. Wir wissen aber auch, dass viele des verwendeten und veralteten Strukturen noch einmal aufrechtzuerhalten. Und das ist ein Wahnsinn. Oder Föderalismus, wo zwischen drei Gebietskörperschaften 26 Milliarden hin und her bewegt werden, wo keiner mehr weiß, wer was wer für welche Aufgabe bekommt, wo die Steueraufteilungsmechanismen mittlerweile auf Zehntelstellen, Kommastellen oder Hundertstelkommastellen gerechnet werden müssen, das ist pervers. Und es ist daher notwendig, diese Effizienz im öffentlichen Sektor dergestalt zu verändern, dass man die Finanzverfassung ändert, den Finanzausgleich sich ansieht und sagt, welche Gebietskörperschaft in einer veränderten Welt soll welche Aufgaben übernehmen. Und möglichst nicht geteilte Aufgaben, sondern sozusagen klare Zuordnung der Aufgaben. Das macht die Gemeinde
da ist das Land zuständig. Das ist ein wichtiger Punkt. Und da gibt es zig Sachen, wo man sagen muss, man könnte, man müsste die Effizienz. Und der zweite Gesichtspunkt, der mir auch ein Anliegen ist, und hier heute aus meiner Erfahrung zu bringen, der ist, Anspruchsdenken an den Staat zurücknehmen. Die Diskussion, die wir heute in den Medien haben, das ist eine Funktionärsdiskussion, die mit dem Bürger immer weniger zu tun hat. Und wir haben immer stärker eine Situation, wo auf der einen Seite Funktionäre denken und auf der anderen sitzt der Bürger, der ist zunehmend sprachlos. Ja. Punkt Familienpolitik, Kürzungen. Also ich war schon verwundert, wie selbst der Kardinal mit scharfen Worten das gebracht hat. In Wahrheit, meine sehr geehrten Damen und Herren, wissen wir seit 2 Jahren, dass die Einnahmen im Familienlastenausgleichsfonds nicht ausreichen, um die Ausgaben zu decken. Aber insgesamt, und darum geht es mir, werden für in Österreich für familienpolitische Maßnahmen Beihilfen steuerpolitische Akzente von 8 Milliarden bereitgestellt. Und ich glaube, es ist an der Zeit zu überprüfen, wie können wir diese 8 Milliarden, und diese Diskussion muss man führen, sozusagen optimal zukunftsorientiert einsetzen, damit dem Bedarf der Familien wirklich entsprochen wird. Und hier sage ich Ihnen, bei 8 Milliarden ist nicht jede Maßnahme sinnvoll. Und der nächste Punkt, wir haben eine 13. Familienbeihilfe sozusagen auf Pump erfunden im Wahlkampf. Man hat gesagt, die Inflation wird steigen, man braucht diese Mittel, die Inflation ist nicht gekommen. Die 13. Familienbeihilfe, die niemand verlangt hat, ist geblieben und heute wird der Sozialabbau gegeißelt. Also kein Unternehmen würde eine solche Prioritätensetzung machen. Und hier ist es einfach notwendig, auch im Bereich des Staates zu einer neuen Prioritätenfeststellung zu kommen. Oder Agrarinvestitionskredite. Die laufen durch Räder, es gibt kein Bauernhaus, das nicht mit der Asphaltschlagstraße angeschlossen ist. Wo geht das Geld noch hin? Was wollen wir noch alles noch darin anlegen? Und so muss man endlich einmal beginnen, im Sinne eines Sunset-Budgeting, beginnen, langsam die Ausgaben sozusagen zu überprüfen, zurückzunehmen und in Richtung Zukunft umzuschichten. Das ist der entscheidende Punkt. Und es ist eine längerfristige Perspektive einfach notwendig. Einen Choralbum jetzt nur zu verschieben, ist wirklich lächerlich. Es ist eine zukünftige Belastung eines Budgets, das ohne dies aus dem Fugen gerät. Und es gibt, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe das erlebt, wenn es die alte Wolke war, keine durchgehende Verbindung mehr von Wien Richtung Venedig. Das heißt, Sie können in Villach aussteigen und können dann sozusagen in den Bus einsteigen, können in Mestre wieder umsteigen in die Bahn und dann mit der italienischen Bahn. Also bauen wir diesen, wenn sich das nicht ändert, den Choralbündel für die Pendler zwischen Klagenfurt und Graz. Und das ist wirklich nicht so viel. Für die Güterbeförderung braucht man es nicht, weil da spielen 2 Stunden keine Rolle, du kommst auf die Umschlaghäufigkeit und andere Dinge ab. Und solange der Staat nicht lernt, mit seinen knappen Mitteln anders auszuhalten, stehen wir immer unter der Gefahr der Steuererhöhungspolitik. Und die Steuererhöhungspolitik ist extrem gefährlich. Denn heute, still und leise, ist der Wirtschaftsstandort Österreich im Vergleich mit den Nachbarländern, der die höchste Steuerquote hat. Steuer- und Abgabenquote. Die Deutschen liegen mittlerweile fast 3% niedriger als wir. Und das ist hinsichtlich einer mittelfristigen und längerfristigen Konkurrenzfähigkeit gefährlich. Ich hätte mir daher gewünscht, nachdem die österreichische Bundesregierung so lange auf die Prognosen gewartet hat, wie sie die Prognosen erhalten hat und wie da drinnen gesagt wurde, naja, Steueraufkommen ist eigentlich höher, läuft alles besser. Warum hat man dann jetzt diese punktuellen Steuerbelastungen gemacht? Die meiner Meinung nach sozusagen hier isoliert in die falsche Richtung gehen und einfach den Druck auf der Ausgabenseite weggenommen haben. Was wir brauchen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist eine echte Steuerreform, die uns so ähnlich wie die 89er-Reform, aber vielleicht noch mutiger, in ein neues
in ein neues Jahrtausend auch steuerpolitisch katapultiert. Und es ist nicht so, dass es keine Überlegungen gibt, sondern mit der Julius-Rapp-Stiftung, mit Steuerexperten, auch Mitgliedern des Finanzministeriums, haben wir sehr konkret angedacht, was eigentlich hier ein Incentive wäre. Ich muss sagen, die Unternehmensbesteuerung in etwa, die ist in Ordnung. Wo wir ein Problem haben, ich habe es gesagt, ist die Lohn- und Einkommenssteuer. Wo wir ein Problem haben, ist die viel zu hohe Besteuerung von Arbeit. Ist seit Jahren thematisiert worden, warum hat man jetzt nicht versucht, einen ersten Abtausch zu machen? Ökologie gegen Arbeit. Und in der Arbeit wieder, was wir auf jeden Fall tun sollten, ist eine radikale Vereinfachung. Wir erheben von der Lohnsumme 5 verschiedene Steuern, jede wird anders abgerechnet. Riesenverwaltungsaufwand, Riesenprüfungsaufwand, Rieseneinnehmungsaufwand. Also wir haben die Sozialversicherungsbeiträge, Dienstgeberbeitrag, Familienlasten, Ausgleichsfonds und dann haben sie auch noch die Kommunalsteuer. Das alles würde ich radikal von der Lohnsumme weg von der Individualität nehmen, mit 24% begrenzen und sie haben einen riesen Bürokratieabfall. Und wir müssen andererseits auf der Einnahmen, auf der Personenseite sagen, die Unterscheidung Freiberufler, Gewerbe, Arbeitnehmer, das ist Vergangenheit. Die Zukunft ist ein steuerpflichtiger. Die Trennungen sind teilweise künstlich. Und die Zukunft ist, dass wir einen integrierten Tarif haben, wo die unterste Stufe mit 15 beginnt und die oberste Stufe mit 45 endet. Und wenn wir das schaffen, dann glaube ich, ist das ein Incentive in Richtung Arbeitsplätze, ist das ein Incentive in Richtung Wachstum, ist das ein Incentive in Richtung mehr Selbstständigkeit. Das heißt, eine solche Steuerreform, aber nicht eine Steuerreform, wie ich glaube, dass der Bundeskanzler vorschlägt, jetzt schauen wir vielleicht nur die Vermögensteuer und knapp vor der Wahl, wo wir dann ein bisschen die Tarife senken und das war Steuerreform, das ist keine Steuerreform. Eine Steuerreform muss total verändern und eine solche Steuerreform, die Gesetze ordentlich sind, kann auch dann die Ausnahmen zu Überstunden streichen und sonstige Dinge. Es würde die legale und die illegale Steuervermeidung wesentlich eingeschränkt werden. Und ich finde es schon bezeichnend, ist eigentlich falsch mit derzeit die Schließung von Steuerlücken und die Bekämpfung des Steuerbetrugs. Laut Meinung der Wirtschaftsberater 300 Personen mehr erfordert und 500 Millionen finanziert. Wir brauchen die Spieler in der Wirtschaft und nicht sozusagen die Kontrolleure und die Schiedsrichter. Und hier glaube ich, wäre es wichtig, sich drüber zu trauen und 2012 eine solche Steuerreform durchzuführen. Und wenn es machbar ist, jetzt sogar auf die Steuererhöhungen im Bereich der Einkommensteuer und sonstiger Dinge, Vermögensbesteuerung, Vermögenszuwachsbesteuerung, auf das zu verzichten. So viel zur Steuerpolitik. Zweite große Reformlinie. Dritte Reformlinie, innovative Bildungspolitik. Es kann nicht sein, dass bei uns die Bildungspolitik sozusagen in der Falle zwischen Bürokratie und Ideologie seit Jahren stecken bleibt. Wir haben eine Bildungspyramide, wo man sagt, wir haben unten in der Mitte und oben Handlungsbedarf. Unten 50% unserer Arbeitslosen haben nur Pflichtschulabschluss oder überhaupt sozusagen keinen Abschluss. Wir haben und wissen das von den Wirtschaftsförderern teilweise durch falsch gelaufene Integration, zweite Gastarbeitergeneration, die schlechter ausgebildet ist als die erste. Und hier ist es einfach notwendig, sozusagen die Requalifizierung zu einem nationalen Anliegen zu machen. Es wird versucht, aber ich glaube, hier wäre ein Baukenschlag notwendig. Im Bereich der mittleren Ausbildung die Gesamtschule sozusagen wie ein Dogma vor sich herzutragen, ist meiner Meinung nach zu wenig, verwirrt es nicht. Entscheidend ist, dass man dort ansetzt, hier sind die Länder gefordert. Es gibt Schultypen, die auf der Bund festzulegen, aber die Qualität und den Wettbewerb, das sollten die Länder gestalten. Und hier, glaube ich, kann man viel erreichen. Es gibt sehr gute Hauptschulen im Land. Wichtig ist, dass man die Durchgängigkeit bewahrt. Dritter Punkt, ich bin auch Universitätsrat. Wir brauchen dringend mehr Geld für die Universität. Es
ist überhaupt keine Frage. Die Abschaffung der Studiengebühr war ein wirklicher Schuss ins eigene Knie. Auf der Uni Wien sind nach der Abschaffung dieser Studiengebühren im nächsten Semester 5.000 bis 6.000 Leute zusätzlich gekommen. Die Mittel sind weniger geworden insgesamt. Und dann gefolgt sind sozusagen Frustration und Probleme in der Ausbildung. Ich glaube, was wir im Bereich der Unis brauchen, ist eine internationale Verzahnung. Wenn wir die Bologna-Architektur haben, dann macht es nur Sinn, wenn sie oft auch gekoppelt wird mit Masterstudien im Ausland und anderen Dingen. Und dafür müssen wir vorsorgen. Und da halte ich jetzt die jetzige Maßnahme mit der Familienbeihilfe, gerade in den Bereich hineinzufahren, wo sie dann beim Bachelor stecken bleibt, eigentlich eine falsche Maßnahme. Also Bildungspolitik, Handeln wäre wichtig. Vierter Bereich, auch ein wesentlicher, um Österreich vorne zu halten. Wenn uns die Krise eines gelehrt hat, dann Eigenkapital ist Krisensicherheit. Und ich verstehe nicht, dass man jetzt sozusagen eine Börse, die Österreich sozusagen aus dem dornröschen Schlaf mühsam wachgeküsst hat, eigentlich mutwillig links liegen lässt und sozusagen den Märkten die Fehlentwicklung zuschreibt. Aber nicht die Märkte haben falsch reagiert, sondern es sind immer die Marktteilnehmer. Und ich sage ganz offen, das war auch nicht immer Absicht, sondern es ist hier in kurzer Zeit ein anderes Denken auf Österreich eingestürmt. Und es geht darum, jetzt sozusagen hier auch klar zu machen, dass eine Kapitalmarktentwicklung nur dann sozusagen tragfähig ist und Impulse geben kann, wenn der Emittent und der Anleger gleichermaßen diesem Kapitalmarkt vertraut. Und hier ist es notwendig, die Kapitalmarktkultur in Österreich zu verbessern. Und das beginnt mit der Verantwortungskultur im Aufsichtsrat und geht dann weiter sozusagen zu den Aufsichtsbehörden. Und ich glaube auch hier, ich habe das mit Experten untersucht, wir haben eine eigene Studie gemacht, wir haben tausende Vorschriften, aber was nutzt Ihnen ein Corporate Governance Code, an dem sich dann im Endeffekt niemand hält in der Krise? Entscheidend ist, weniger Vorschriften, transparenter formuliert, aber in den Aufsichtsräten aufgelegt. Und das heißt, dass eben eine sozusagen Bilanzfälschung kein Kavaliersdelikt ist. Und das heißt, dass ein Aufsichtsrat nicht sagen kann, habe ich leider nicht gewusst. Das zeigt nur mangelnde Fachkenntnisse, mangelnde oder mangelnde Autorität. In dem Bereich ist ein Umdenken notwendig. Und was wir brauchen, sind eben eine wirklich handlungsfähige, erstens ein neues Börsengesetz, und das ist auch im Jahr 1865, also das könnte man einheitlich und vereinfachen und sozusagen ein Impuls, der nicht viel kostet, aber zeigt, man geht in die moderne Welt. Und dann eine tragfähige Emittentenaufsicht. Bitte, ich kann nicht sagen, da haben wir einen Börseprospekt, schau dir den an, bist selber schuld, in der Fußnote X hast du wissen müssen, dass du da Schrottpapiere kaufst. Oder? Das kann es nicht sein, sondern da müssen wir schon ehrlich sagen, wir müssen auch den Vertrieb, die Kurzfassung des Prospektes sozusagen an gewissen Kriterien messen und gewisse Informationen hier sicherstellen. Und wenn das gelingt, dann ist schon viel gelungen. Und das nächste ist, dass wir die Aufsichtsorgane, die wir haben, so besetzen, dass keine politische Einflussnahme erfolgt. Wenn das sichergestellt wird, glaube ich, kann man einen Kapitalmarkt entwickeln, wo auch die mittleren Unternehmen zusätzlich einen Zugang finden. Weil Eigenkapital wird auch in Zukunft wesentlich sein. Und nicht jeder kann sich aus dem Cashflow finanzieren. Komme ich zum letzten Punkt. Last but not least, traue mir schon gar nicht mehr zu sagen, weil ich ihn seit 10 Jahren sage, aber irgendwann, Sie wissen, man muss das nur lang genug mit sich herumtragen, irgendwann wird alles machbar. Und vielleicht ist jetzt die Zeit reif. Österreich hat viele Stärken, aber wir haben eine große Schwäche oder 3 große Schwächen, die heißen Bürokratie, Bürokratie, Bürokratie. Und da ist es höchste Zeit und das ist sozusagen das Erbe unserer glorreichen Vergangenheit, weil es hat am Beginn alles als Beamte begonnen.
Wir haben Landesbeamte, Bundesbeamte, Kommunalbeamte, Bankbeamte, Postbeamte, also alles, was heute sozusagen Unternehmer sind. Und das führt natürlich zu einer unheimlichen Regulierungsanfälligkeit durch Gesetze. Und ich denke mir bei mir, was ich als ein Gesetz selbst in meiner doch nicht so langen Zeit im Nationalrat einfallen, Abfallwirtschaftsgesetz, Wirtschaftsförderungsgesetz beschlossen. Also wenn wir hier kräftig durchforsten und sagen, wir gehen das einmal richtig systematisch durch, aber nicht sozusagen klein klein, sondern großflächig, und gehen von der Umwelt über die Förderung zur Gewerbeordnung hin zur Ladenöffnung, bis schon zur zitierten Steuerlohnverrechnung, dann glaube ich, könnte man hier ein Impulsprogramm für Klein- und Mittelbetriebe schaffen, das nichts kostet und das uns weiterbringt. Ich komme zum Schluss, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was wir jetzt derzeit sehen, ist, dass Politik aus dem Stand nicht hochspringen kann. Entscheidend ist, und Reformen entstehen nicht im luftleeren Raum. Sie müssen sozusagen in einer Bewusstseinsbildung aufbereitet werden. Man muss den Wähler gewinnen und dann sie umsetzen. Aber die Chance, dass Österreich auch in Zukunft seine Position, und das eingangs erwähnt, aus eigener Kraft selbst bestimmt und von niemandem, Stichwort Griechenland, Irland, zugewiesen hat, rechtfertigt und sollte rechtfertigen, diese Reform anzunehmen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich habe es immer beim Beifall gemerkt, dass zumindest ein erheblicher Teil des Publikums Ihrer Meinung ist. Politiker, bin jetzt nicht ganz überzeugt davon. Ist es auch der damaligen Regierung, der Sie angehört haben, nicht gut bekommen, die Reformen zu machen? Warum sollte eine jetzige den Mut haben, das Risiko eingehen? Wer bremst, wo fehlt es an einem Schulterschluss der Politik mit den Menschen, mit den Bürgern? Also ich glaube erstens, dass sich die Situationen ändern. Und der Österreicher lässt sich lange gerne täuschen. Und wer ihm mehr verspricht, der glaubt sehr wenig daran, den wollen wir vielleicht nicht. Ich glaube, dass wir jetzt aber auf einem Punkt sind, wo die Leute zusätzliche Wahlversprechen gar nicht mehr. Für mich ein Hinweis, dass sich das ändert, nicht auf Österreich bezogen, aber auf Tschechien, ins Schwarzenberg, der hier mit einem ganz klaren Sanierungskurs eigentlich einen sensationellen Erfolg gehalten hat. Oder ebenfalls in diese Richtung die schwedische Regierung, die mit mehr Eigeninitiative gegen Wohlfahrtsstaat sozusagen knapp an der absoluten Mehrheit vorbeigegangen ist. Ich glaube, Man muss es einfach ehrlich thematisieren und wenn man sozusagen die Zusammenhänge erklärt, hat man eine Chance, das umzusetzen. Aber es ist vorher so viel von Mut gesprochen worden, das möchte ich schon sagen. Wenn man als Politiker in eine führende Funktion kommt und gestalten kann, ja, dann ist das in einem Unternehmen eigentlich eine tolle Möglichkeit. Und das sollte man nutzen. Und ich sehe das so, da kann ich meine Ideen umsetzen, und wenn es noch 5 Jahre vorbei ist, dann ist es noch 5 Jahre vorbei. So what? Daher ein Plädoyer nicht für einen lebenslangen Politiker, sondern für einen Politiker auf Zeit. Länger als 10 Jahre geht es vielleicht nicht drin. Er ist noch nicht 10 Jahre in der Funktion. Richtig. Aber wenn ich mir jetzt das letzte Sparprogramm anschaue, da sollten die einzelnen Ministerien auf ihren Gebieten sparen. Wenn ich mir allein die Bildungspolitik, die Universitätspolitik anschaue, da hängen Stipendien damit zusammen oder hängen Studiengebühren damit zusammen. Das sind verschiedene Ministerien. Fällt Ihnen da was? Nein, es ist so. Das ist, glaube ich, die ganze Budgetpolitik hat sich so verändert, dass sehr viel in die Ministerien verlagert wurde. Vorgabe von Zielen, Ministerien zu gestalten. Was man nicht geschafft hat, und was aber in einer wirklich zu großen Koalition mit unterschiedlichen Interessen auch nicht ganz einfach ist, das zu koordinieren. Und Sie können nur ein tragfähiges
Budget im Sparpaket schnüren, wenn sie erstens ordentlich vorbereiten, eine längere Zeit, teilweise auch sozusagen Studien und so zur Analyse verwenden und zweitens dann sozusagen sich vorher zusammensetzen, welche Schwerpunkte, durchaus mit Einbeziehung der Ressortminister, aber dann als Paket präsentieren. Wenn jeder einzelne Minister gezwungen ist, für sich zu sparen und er präsentiert das sozusagen allein im politischen Raum, das haben wir ja gesehen, dann ist es immer so kurze Ankündigung, die dann postwendend zurückgezogen oder abgeschossen oder sonst was wird. Also da ist schon eine Frage, wie sich eine Regierung sozusagen hier präsentieren. Also das eine Budgetpaket, das ich dann verhandelt habe, federführend, das haben wir schon so gemacht. Gut, das war der Vorteil, es war ein Koalitionsabkommen verankert. Erster Punkt. Zweiter Punkt, man hat sich dann zusammengesetzt in einer kleinen Landtag, wo Landeshauptleute eingebunden waren, damals Sausgruber und der burgenländische Landeshauptmann Klima, Minister dazu und dann sozusagen Gesamtpaket und dann abgesegnet von der Regierung. Und dann müssen wir immer einheitlich argumentieren, dass wir durch Parlament bringen. Aber den Takt schlagen müssen doch eigentlich der Bundeskanzler und der Vizekanzler, oder sehe ich das falsch? Ach, okay, jetzt keine Belehrung. Ich glaube, Sie haben wirklich in der kurzen Zeit, das möchte ich auch sagen, das gemacht, was man tun kann. Das ist nicht schlecht, weil es bringt uns in die Maastricht-Kriterien. Es gibt uns sozusagen Zeit zum Atmen und einen zweiten sozusagen Lauf zu machen, der in die Strukturen geht. Mich ärgert auch, das sage ich ganz offen, die große Zahl der österreichischen Beamteten, Interessensvertreter, die alle wissen, wie es geht und sozusagen das auch jeden Tag artikulieren. Und da wird zu schnell und zu leichtfertig, ich weiß, dass ich selbst die Ministerin war, sozusagen auch bei den Beamteten Wirtschaftsforschern dann gesagt, ja, und 3 Milliarden Verwaltungsreform haben wir schon, die haben wir nicht. Sondern da müssen wir natürlich die Strukturen ändern, müssen die Aufgabenstellungen ändern und das muss man schon stärker herunterbrechen. Und das habe ich ganz ehrlich, da hat es früher mehr Know-how gegeben. Früher hat es durchaus auch von den politischen Parteien mehr Programmarbeit, mehr Brenntrust gegeben. Das ist alles weg. Andererseits ist der Boulevard stärker geworden, die tägliche Message ist gefordert. Ich weiß nicht, ob es wirklich gefordert ist, aber man glaubt, sie ist gefordert. Und das führt, schauen Sie, lesen Sie Österreich, da haben Sie 10 verschiedene Varianten mittlerweile vom Sparpaket. Sehr gut, schlecht, furchtbar, dann wieder so. Egal, man muss sich von den Lösungen sozusagen an dieser wichtigen Linie drehen. Und ich glaube, die Parteien sind etwas leer gedacht und es ist Zeit. Wenn man regieren kannst du das auch nicht. Es ist Zeit, dass sozusagen hier wieder diese Entwicklung, die ich versucht habe aufzuzeigen, wo sich Dinge ändern, dass man das sozusagen analysiert, einbringt und versucht dann umzusetzen. Tut nicht perfekt, aber vielleicht, dass man dann mehr. Ja, was die Steuerpolitik anmacht, müsste man ja nur die Schubladen aufmachen, weil das hast du im Jahr 1989, ich habe das ausgegraben, das Eigenwerbung war das, es ist in den Verein. Da gibt es ein Konzept, das im Jahr 1989, da steht das ja alles drin, das war der Bericht von der Steuerreformkommission an den damaligen Finanzminister Edlinger, dass die Konzepte liegen ja da. Man müsste nur umsetzen. Man muss die Prioritäten setzen und man muss, da braucht man wirklich, die Steuerpolitik ist ein bisschen ein Stecken. Wir im Gegensatz zu anderen nicht nur steuerpolitische Vorschläge diskutiert, sondern sie auch umgesetzt. Und das ist extrem schwierig, dass ich da ein sehr fachkritisches Publikum habe und sehr viele Interessenvertreter. Und hier müssen Sie wirklich steuerpolitische Leadership zeigen. Das Erste, dass Sie Ihre eigenen Beamten überzeugen, also die wir begonnen haben, die Grenze also von 62 auf 50 zu nehmen und im Bereich der mittleren Einkommen haben wir von 39, glaube ich, bis 52 oder so. Dann musst du überzeugen, dass man diese Ausnahmen nicht braucht, wenn man die Ausnahmen gestrichen, unter anderem auch die für Schriftsteller ist die Wirklichkeit, die wir beamten, die haben es nicht gestrichen. Aber dann muss
muss man, da muss man dann hineingehen, müsste wieder zeigen, und dann müssen sie das noch umsetzen. Und da kommt ein bisschen das Jammern, das wir beim Erstredner gehört haben. Also, jetzt gehen wir ja auch wieder in so eine Diskussion, dass Unternehmen, wenn sie permanent Bashing bekommen, wie unsere Banken, die wirklich einen guten Job in Osteuropa gemacht haben, vor allem die zwei Großen, das muss ich ja mal sagen, die erste Reihe, also die haben ja nicht spekuliert oder irgendwo verloren, die haben vorübergehend dann mit der Rezession, so war sozusagen hier eine gewisse Hilfestellung kurzfristig gehört, aber die haben sich international aufgestellt, die Holdingstrukturen verbessert, die Österreich zugute gekommen. Und wenn da jetzt die pragmatisierten Arbeiterkämmerer sagen, aber dann müssen wir künftig nachschauen, und wenn das nicht aus dem Gewinn bezahlt wird, dann werden wir. Da gehen wir völlig in die falsche Richtung. Das ist dann wieder das, dass man keine Gewinne ausweisen, sondern die ja verstecken. Das hatten wir alle schon in der Kreisgeära. Mit dem kann man aber in einem neuen Jahrtausend der internationalen Konkurrenzentwicklung sicher nicht reden. Wenn Österreich glaubt, sich irgendwo da abladen zu können, wenn Österreich seinen Wirtschaftsstandort nicht trägt, dann glaube ich, ist unser Wohlstand viel rascher weg als wir haben. Und das muss man wieder deutlich. Ja, ich glaube, wir könnten jetzt noch lange diskutieren, aber ich stelle mir wir beide zwischen Ihnen und dem Mittagessen. Und das wollen wir doch nicht allzu lang tun. Aber ein kleiner Trost vielleicht noch, was die Vermögensteuer anbelangt. Wenn ich das richtig gesehen habe, die Endbesteuerung ist ein Verfassungsgesetz. Und da steht drinnen, dass damit auch die Vermögensteuer abgegolten ist. Das ist eigentlich eine sehr leere Diskussion hier zu die Wiedereinführung von Vermögen. Steuer halte ich für absolut verfassungsrechtlich nicht machbar. Ich bin heute nur stolz, dass es mir gelungen ist, sich verfassungsrechtlich abzusichern in der Kapitalertragssteuerbesteuerung. Und ich halte es auch für diese Abschaffung der Vermögenssteuer hat mit dazu beigetragen, dass die Unternehmen mehr Eigenkapital, die waren die Einzigen, die Vermögenssteuer wirklich bezahlt haben. Ja? Die haben das Aufkommen gebracht, wenn man noch sozusagen ein Erbschaftssteuer-Äquivalent kommt für die Unternehmen, also für alles mit Steuern. Also die haben Eigenkapital gebietet und haben sich international gut aufgestellt und haben alles dafür geschafft. Und das war erfolgreich, das zurückzudrehen, wäre ein schwerer Fehler. Okay, ja, ich habe ihn nicht machen kann. Damit, oder? Ja. Damit habe ich die angenehme Situation, Ihnen nur das Mittagessen ans Herz legen zu können. Auf eines sollten Sie noch aufmerksam machen, draußen vor Ihnen steht der neue X3. Das ist eine Premiere, die offizielle Vorstellung ist erst in 10 Tagen. 44.000 Euro kostet die Basisausstattung. Ich glaube, da sind die vier Räder auch schon dabei, so wie er draußen steht. Kostet der schlappe 52.000 Euro. Und wenn Sie alles tun, was Sie heute empfohlen bekommen und was angeregt wurde, das ja für Sie aus der Portokasse zu zahlen. Aber jetzt noch zum Mittagessen einige kleine Sachen. Sie finden es oben im Seestudio auf der linken Seite, im Seefoyer. Es gibt drei Linien und ich soll Sie bitten, vorne und hinten sich zu bedienen. Das ist keine Unhöflichkeit, das ist kein Vordringen, aber das beschleunigt alles.